VDE Mobility-Konferenz hier in Frankfurt dreht sich rund um das Thema Elektromobilität. Warum Elektromobilität? Die bestimmenden Themen der Zeit sind derzeit Umweltschutz und Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung des Verkehrs. Und dafür steht die Elektromobilität. Wir sind mitten im Markthochlauf der E-Mobilität. Dafür brauchen wir Ladesäuleninfrastruktur, noch mehr Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland. Deswegen ist diese Konferenz so herausragend und bedeutsam. Der VDE, er spielt eine wirklich zentrale Rolle, weil es natürlich hier um technische Standards, um Standardisierung geht, um Zertifizierung. Und die brauchen wir. Das Wichtigste für uns in diesem gesamten Projekt ist aber das gemeinsame Vernetzen. Das Nutzen von der Möglichkeit, viel Wissen an einem Tag auf Augenhöhe zu haben und dieses vernetzt zu betreiben, zu sprechen, zu diskutieren über die Themen, die E-Mobility vorantreiben. Ich war total beeindruckt, dass ich die Chance hatte, vom VDE eingeladen zu werden. Denn normal würde man ja annehmen, dass das Thema Personal jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, das sich der VDE auch auf die Fahnen schreibt. Von daher finde ich es wirklich toll, dass dieser Verband sich auch um die Menschen kümmert. Denn im Endeffekt muss uns allen klar sein, wir schaffen die Transformation nur, wenn die Menschen den Weg mit uns gehen. Ja, ABL ist gern Sponsor der VDE-Konferenz zur Elektromobilität, weil für die erfolgreiche Elektromobilität Abrechnung ein wichtiges Feature ist und wir das eichrechtskonforme Abrechnen in Deutschland benötigen, um Ladevorgänge abrechnen zu können. Und da VDE uns unterstützt, unsere Ladelösungen eichrechtskonform zu zertifizieren. Der VDE ist seit über 10 Jahren ein Zertifizierungspartner für Keber in dem Bereich der Ladeinfrastruktur. Und wir schätzen hier besonders die Kompetenz des VDEs. Und auch hier in dieser Konferenz zeigt sich wieder das hohe Niveau und auch in der Auswahl der Sprecher und auch der Themen. Wir haben an 2 Tagen die Möglichkeit, ein breites Spektrum der E-Mobilität zu betrachten, sowohl vom Fahrzeughersteller über den Service Provider bis hin zu dem Provider der Infrastruktur. Mir gefällt es vor allem, dass so viele Experten hier da sind, mit denen man auch gut ins Gespräch kommen kann. Ja gut, das Erste ist, ich glaube, es ist super, mal wieder zusammenzukommen, mit vielen Experten den persönlichen Austausch zu haben und auch die Breite der Themen, die hier beim Mobility-Kongress diskutiert werden, einfach von der Ladeinfrastruktur über die Batterie bis hin zu den Anwendungen bei dem OEM, einfach mal wieder zu erleben und die Dynamik, die in dem ganzen Umfeld drin ist, wirklich positiv zu spüren. Die Reise geht hin zu vollelektrischen Fahrzeugen und zwar ganz schnell. Wir werden einen sehr großen Anteil an Elektrofahrzeugen in wenigen Jahren haben. Die heute diskutierten Beschränkungen und Probleme, Verfügbarkeit von Rohmaterialien und so weiter, werden wir durch neue Technologien kurzfristig überwinden und dadurch der Elektromobilität zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Ich finde die Konferenz ja super. Sie ist super besucht. Jeder nimmt sich Zeit. Das ist auch wichtig, weil Zeit haben wir alle im Moment sehr wenig. Es sind tolle Themen, es sind tolle Redner und ja, VDE bringt wie immer die Menschen zusammen. Rückblickend würde ich sagen, die Konferenz war ein voller Erfolg. Wir hatten hier ein volles Haus und hatten auch das Who is Who der Akteure in der E-Mobilität zusammen. Und ich denke, die Resonanz war sehr gut und bin zuversichtlich, dass wir an der Stelle weitermachen werden.